Im anderen Tutorial haben wir dem Gegner einen Schuss gegeben und wenn wir von dem getroffen werden, dann haben wir das Spiel verloren. Jetzt ist das nicht sehr spannend. Ich möchte lieber, dass wir da ein bisschen Chancen haben, ein bisschen Leben haben und dann vielleicht erst beim dritten Mal, wenn wir getroffen werden, das Spiel vorbei ist. Ich bin hier gerade am richtigen Ort beim Objekt Panzer und wenn dieser von einem Objekt Gegner getroffen wird, dann wird ja hier diese Instanz zerstört. Also das können wir löschen. Und hier hat es auch ein Leben festlegen. Und wir können mit diesem System können wir eigentlich schon alles machen. Und zwar können wir sagen, wir haben jedes Mal, wenn wir getroffen haben, ein Leben weniger. Und zwar relativ minus 1, das bedeutet, wenn jetzt das Leben bei 5 war, wird es um minus 1 geändert, das heißt auf 4. Diese Sachen müssen wir aber noch zuerst mal überhaupt sagen, wo wird gezeichnet, wo wird dieses Leben gezeichnet und auch müssen wir sagen, wo wird dieses Leben am Anfang initialisiert. Das erste ist einfach, ich sage Ereignis hinzufügen, erstellen und sage, wenn dieser Panzer am Anfang des Spiels generiert wird, soll das Leben bei 5 liegen. Jetzt das Zeichnen möchte ich hier, hier habe ich ein anderes Ereignis, und zwar Zeichnen. Und hier habe ich ein GUI Zeichnen. Graphic User Interface sind alle Elemente, die sich nicht mit den Figuren bewegen, sondern einmal an einem bestimmten Punkt am Bildschirm dann angezeigt werden. Also ein GUI zeichnen und genau, ich möchte hier als Sprite möchte ich einen Panzer auswählen, dann horizontal oben links bei 2020 und wenn ich jetzt irgendwie am Anfang 5 davon haben, sollten 5 von diesen kleinen Panzern auch erstellt werden. Schauen wir das gerade mal an, wie das generiert wird. Genau, das ist jetzt noch nicht so schön dargestellt. Ich mache eine Kopie des Panzers. Erstellen. Nein, hier duplizieren. Und sage dem Panzer Leben. Und mache dieses Sprite einfach kleiner. Momentan ist es bei 64, 64. Ich klicke hier auf diese Pfeile und sage dem, skaliere das Bild auf 16 mal 16. Ich wende das an, das Bild wurde geschrumpft. Und wenn ich jetzt nochmals ausführe, dann hat es gar nichts geändert, weil ich hier noch das den falschen Sprite ausgewählt habe. Das kann ich ergänzen mit Le oh, so habe ich es geschrieben. Und jetzt sollte diese Anzeige ein bisschen kleiner sein. Genau, das ist gut. Jetzt ist sie kleiner. Jetzt sind diese Sprites immer noch so ein bisschen dicht beieinander. Ich möchte die auseinanderziehen und das kann ich mit dem Sprite machen, indem ich jetzt hier sage, die Bildgröße soll noch ein bisschen breiter sein und sagen wir mal 20 anwenden. Und jetzt seht ihr, dieser Rahmen hat jetzt ein bisschen hier einen Abstand zum Sprite und das sieht dann auch ein bisschen besser aus. Da sind die Leben nebeneinander. Jetzt habe ich noch ein Problem. Ein Schuss zieht schon alle Leben weg. Das hat mit dem zu tun, dass eigentlich dieser Schuss durch den Panzer fliegt und bei jedem Frame, also 60 Mal pro Sekunde, wird auch ein Leben abgezogen, bis der Schuss durch den Panzer durch ist. Das heißt, das kann ich beheben, indem nicht nur das Leben neu gezeichnet wird, sondern auch dieser Schuss von dieser Kollision auch gelöscht wird. Also ich gehe zum Panzer. Und bei einer Kollision mit dem Schussgegner möchte ich hier zerstören, auch etwas zerstören, und zwar nicht sich selbst, das würde jetzt einfach den Panzer selber zerstören. Ich möchte
die andere Hälfte dieser Kollision zu stören, und zwar eben den Schuss, hier einfach als andere. Und wenn wir das testen, genau, jetzt haben wir jeweils ein Leben, das abgezogen wird, und der Schuss wird auch sofort zerstört. Und das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, ist, wenn wir kein Leben mehr haben, soll etwas passieren, dann soll das Spiel beispielsweise beendet werden oder der Panzer hier verschwinden. Okay, jetzt wenn das Leben unter 0 oder unter 1 fällt, soll auch der Panzer zerstört werden, um zu signalisieren, dass das Spiel vorbei ist. Und jetzt hierfür haben wir eine Wenn-Dann, eine If-Abfrage, eine bedingte Anweisung. Und hier können wir sagen, ist gleich oder weniger 0, wenn Leben weniger oder gleich 0, dann zerstören wir auch den Panzer. Jetzt beim Reinziehen von diesem neuen Block habe ich den rechts von diesem If platziert. Das wird ausgelöst, falls es eben wahr ist, es ist weniger oder gleich. Hier unten, das wird dann ausgelöst als nächste Folge, einfach das wird dann auch noch ausgelöst. Also das muss ich hier wirklich rechts platzieren. Und jetzt kann ich das noch testen. Ein letzter Test noch. Ich werde einmal, zwei, drei, vier, fünfmal getroffen. Und beim fünften Mal ist der Panzer auch zerstört worden. Und jetzt könnten wir zum Beispiel einen zweiten Raum bauen, wo drauf steht verloren. Und dann könnten wir einfach sagen, ja, wenn das eintrifft, wenn das Leben null oder tiefer ist, dann soll in dem Raum gewechselt werden, das dann so als Abschlussbildschirm gilt.